Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ARK. Guckt mal, unser Sohnemats ist größer geworden. Er ist jetzt vollkommen ausgewachsen und ist ein Prachtexemplar geworden. Ja, da ist die Calypso die kleinste von uns dreien. Ich hab ein Fürstenpferd, ey. Ich hab Miaul. Yep. Ist auf. Ihr Nein. Lieben, und wir werden mal kurz mit euch den Bissen ausprobieren. Calypso wird sich dann für ihre Community mal raufsetzen und den ausprobieren, damit wie gesagt, ihre Leute das auch mal angucken können. Aber auf jeden Fall haben wir gesehen. Wartet, wartet mal, ich muss mich mal kurz leveln. Sonst seht ihr das nicht. Dass ich oben rechts bei dem vier zwei Fäusten habe. Meine Sprache ist wieder gut. Wir glauben, dass es daran liegt, dass ich seine Mama bin. Nein, das so ein Partnerbonus, das ist, fragt mich nicht. Auf jeden Fall scheint es, dass wir dadurch stärker sind. Wir schauen ganz kurz mal. Kalypso braucht heute ein bisschen länger. Ich bin auf meinem Kilo. Der Auf braucht immer. jeden Fall, er kann ein bisschen schießen Alter, mit wenn seinem die doch nicht bei Schwanz mir in der Dings hängt. Kamera. rumackern und Und schon ich. wieder hängt sie mir in der Kamera. Da werden wir jetzt Ey. mal kurz gucken. Die Zahl, ich kann beißen, das sind bei mir. Bei einer Okay. Schildkröte ein bisschen. Bisschen Nimmst du weniger. den Para-Scheißer Paraja, da? okay. Da gucken wir nochmal. Da habe ich Alter, da machst du noch mehr. 1900. Ja, ich habe gerade gelevelt. Ach so. Und Calypso wird sich gleich mal raufsetzen. Und den auch mal ausprobieren. Wir wollen nämlich gucken, wie das mit der Faust jetzt ist. Also jetzt machst du machst jetzt 1900 Schaden. 15, genau. Genau, ich habe diese Fäuste oben rechts nicht. Ich bin erleuchtet. Denk mal auch nicht, dass es was mit dem Licht zu tun hat. Ich kann es auch gerne ausmachen. Da. Da ist doch was zum Knabbern. Nimm doch auch den Para. Wo denn? Links. Ach, da habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt knabbern wir mal los. 1400. Mach weniger. Also ich habe diese Fäuste auch nicht. Das ist ja bei den Dinos genauso. Also ich weiß jetzt gar nicht. Gut, bei den Revenger sind es die Zähnchen. Ich mache meine Leuchte wieder an. Sind es die Zähnchen, aber bei irgendeinem Vieh, wo ich drauf saß, ich weiß nicht, hier Partnerbonus, keine Ahnung, hast du Fäustchen und haust ordentlich auf die Nuss. Also ich muss mich definitiv auch schwängern lassen. Ich habe auch voll Bock drauf und es Oh wird eine ja. epische 180 Queen Na werden. Ich hoffe, toll. ich finde die hier noch irgendwann mal in zig Jahren. Ja, hab auch Bock dazu. Er kann sich noch vergraben, aber ich bin mir unsicher, ob ich das jetzt gerne ausprobieren möchte. Ist ja angepfiffen, also der Er sollte kommt wieder, eigentlich. ne? Ja, der Gut, sollte dir wir gucken folgen. einfach mal. Ich lasse ihn vergraben. Tschüss. Und jetzt? Also Entschuldigung. Anubis hat eindeutig gewonnen. Kommst du ran? Ja. Alter. Platzsparend auf jeden Fall. Wenn wir mal keine Lust haben, ihn zu sehen, einfach unter die Erde stecken. Ja, wenn er so angeditscht ist und so blutig, kann man ihn doch unter die Erde packen, kann das sein? Und dann ist er halt vielleicht auch geschützt. Kann Weißt du, sein, wie ja. ich meine? Ja. Irgendwie ein Konflikt bist, dann schnell runter, eingraben lassen und du stirbst und musst es dann halt abholen. Gut, wenn es dann angepfiffen ist, ist doof. Grab den mal ein und lauf mal weiter weg. Mal gucken, ob er sich dann ausgräbt und dir hinterher watschelt. Das würde ich gerne mal wissen. Ich sollte mal runter von ihm. Wenn es mal Ups, so Ruckel. passieren sollte. So, dann grab dich mal ein. Das ist ja wie die Raketenwürmer, Alter. Alter, jetzt bekomme ich aber Schiss. Ist ja geil. Na komm, Sohnemats. Okay, gut. Ja, er kommt. Ist ja geil. Und wieder hoch, Das bitte. hoffe ich. Huch, ich stehe auf ihn. Er kommt mit dem Arsch zuerst hoch? Na ja. Ist ja cool. Nicht Und schlecht. was wir nicht gezeigt haben, er kann springen wie die. Oh Gott, das war zu Tschüss. weit. Oh Gott. Was für ein Level bist du? Low Level.
Und warum ich hier gerade mit dem Ankylo unterwegs bin, ist, wir brauchen Kristall, um hier diese Klamotten zu machen. Wir haben ja kein Kristall mehr. Ja, wie gesagt, ich will... Dein Ernst? Alter, warum bleibst du nicht stehen? Ich bin doch stehen geblieben. Ich möchte immer noch ein Ei. Ja, das werden wir auf jeden Fall noch holen. Da die Klamotten ja permanent irgendwie Schaden kriegen, auch die Viecher uns Schaden zufügen, die kleinen scheiß Flatterviecher da unten, werden wir gleich dreimal Klamotten machen. Und die Thesehaufen, die hat schon gesagt, die will nicht mehr mit. Die hat Schiss. Die hat Angst. Thesehaufen ist dann mal voll krass raus. Das Ganze werden wir dann halt nur zu zweit machen. Toll, die Rückendeckung ist weg. Treffe ich? Bei dem war schon. Ich hab getroffen! Ja, was bist du denn für einer? Guck mal. Ist das Säurewasser versprüht? Jupp. Geh ich mal ganz stark davon aus. Und warum stirbt das Vieh nicht? Okay. Arme Vieh. Warte doch mal. Sammelst du auch Holz mit dem Vieh? Nein. Ah, okay. Also nein, das Kristall, nur Fleisch. Was ich jetzt gesammelt habe, sollte reichen. Und? Ja, auf die Nuss. Und irgendwann werden wir auch eine Revenger-Tour machen, starten, ne? Oh, ja, die Hallo? Müssen wir aber erstmal noch leveln. Ja, die sind ja... Uiuiuiui. Wenn dein Vierer drauf geht, dann... Was? Na, dein 180 Vieh. Revenger. Achso, ja. Unser einziges 180 Revenger-Weibchen. Allgemein 180. Hui! Dann werden wir mit den Viechern mal hier rumklettern gehen. Was dauert die denn da hinten so lange? Mann, 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 Mann. Aber mit dem Revenger möchte ich halt nicht in die Schlucht da nach unten, weil es gibt mit Sicherheit Wiege, die war dann nicht mehr mit Revengers zurück. Warte mal. Den Satz schlucken wir wieder weg. Okay. Ich wollte schon sagen. Da gibt es bestimmt Stellen, wo wir nicht mal wieder zurückkommen oder hochkommen, weil die halt nicht so hoch springen wie die Krabbelviecher. Ey, auf die Knabber. Aber nein. Leckerli. Leckerli. Nein. Nein. Lecker. Muss wegknabbern. Nö. Ja. Ja. Habt ihr beide eine Pfeile? Ich will dir. Mann, no. Nein. Bleib doch mal stehen. Nein, ich will nicht. Nein. Komm schon. Nein. Du bist jetzt die Tante davon. Ich bin keine Kümmer Tante. Kümmer dich da drum. Hörst du auf. Kümmer dich um... Beck. Das gibt Vieh hier. Kümmer dich. Du weißt, wie lange das dauert, bis wir da unten sind. Oh ja. Ja. Huch, ich bin ja schon drin. Wetten wir, ich bekomme eine Queen? Ja. Brüte eine Queen denn aus? Ob die dann pink ist? Pink? Ja, wäre doch mal was. Na, wer stellt ein Penelope so... super günstig. Fängt mit H an. Mhm. So, die stelle ich erstmal ab. Voll krass im Weg hier. Miep, muss... miep, na, nein. Okay, gut. Hä? Ich wollte nicht fliegen. Ah! Hast du Probleme? Ja. So, bisschen dunkel hier machen. Ja, schön fressi fressi machen. So, und erstmal entmüllen. Ich bin ein Held. Ja. Bist du? Ich bin ein Held. Ja. Bist du? Ich bin so ein Held. Ja. Pack den Ankylo, aber pack das Kristall nicht raus. Ich Held. Ja, ja. Ja, ja. Man kann ja nicht an alles denken. Mhm. Ich so als Fürstin, muss er so an einiges denken. Oh, komm, wer hat dich denn jetzt zur Fürstin getauft? Du? Nein. Doch? Nee. Doch. Wisst du? Ja? Was soll ich wissen? Erzähl, sprich. Gönn dir. Hau raus. Überlegst du gerade? Nö. Nö? Du bist für mich keine Fürstin. Doch. Nein, wo denn? Naja, hier und so. Ich hab ein Fürstenpferd. Wo? Nein, was hab hast ich denn du angeklickt? Nicht.
Doch. Nein, guck dir dein Pferd an. Es ist kein Fürstenpferd. Es ist ein Fürstenpferd. Nein, es ist kein Fürstenpferd. Wie viele Klamotten hast du denn jetzt? Ich habe meine Schutzrüstung reingepackt. Im alles? Fabrikator, ja. Nur deine... Und mein Dings. Deine was? Mein... Oh Gott, wie heißt denn das? Warte mal kurz. What? Mein Schild. Mein SWAT-Schild. Du hast... Ja, ist noch ein zweites für dich drin. Nimm das auch mit raus. Nimm beide raus. Aber das... Oh. Ja. Und nimm noch... Nimm mal die ganze Schutzrüstung hier raus. Dann hast du, glaube ich... Hier hast du zwei? Ich hatte zwei. Die hast du jetzt repariert. Jetzt muss ich mal kurz überlegen und gucken. Denk mal. Zwei Schuhe, das und ein Helm. Jetzt hast du wie viel Schutzrüstung? Zwei. Dann nimm dir das hier noch. Hey, hey, was ist das denn hier? Also soll ich mir hier die dritte auch noch rausnehmen? Genau, wir machen drei. Weil solange wir da unten rumgeistern, war echt drei. Ach, das habe ich schon hingekriegt. Und die du hier gerade reingepackt hast, ne? Ja. Also hier noch die Schuhe. Da lasse ich für mich noch eine durchlaufen. Mhm. Habe ich auch drei. So, unten ist durch. Kannst du nehmen. Ich habe schon drei jetzt. Was? Ja. Drei Schutzrüstungen? Da waren drei Schutzrüstungen drin. Und wieso hüpft Teesaufen schon wieder? Hab ich jetzt von allen? Du hast drei? Ich habe jetzt drei, ja. Es war noch eine drin, als ich meine zwei reingepackt habe. Wollen wir uns noch ein Schild machen? Also, dass wir auch drei Schilder haben? Mach. Läuft durch. Hauptsache, wir kommen durch unten. Wow. Oh, hier. Legt mich hier gerade jemand? Nein. Sieht nicht hier. Vergiss es. Was? Ich hab mal. Ach, du hast. Aber du kommst da eh nicht mit runter. Richtig? Du würdest da nicht mit runterkommen. Hör auf zu boxen. Richtig? Du kommst da nicht mit runter, ne? Na! Sitz! Nein, sitz. Habe ich mein Rehlein hingeschmissen? Ist es das hier? Nein, das müsste meins sein. Ja? Erstmal gucken. Ja, du siehst irgendwie danach aus. Wenn ich es ausmache. Ja. Na, aber wenn du nicht willst und Angst hast und verloren gehst und dir denn, weiß ich nicht, einkackst vor Angst und so. Entscheide. Hier saufen, entscheide. Du musst nicht mitkommen. Weniger Meiner Stress, verstehst du? Weniger Stress für uns. Ich glaube, ich spinne. Oh, die muckt auf, ey. Aber wirklich. Schon wieder. Das ist dasselbe. Die hat Hörner. Die hatte gerade zwei Hörner. Ja. Haben wir denn alles? 198 Fleisch muss doch reichen, wa? Ich habe 790. Du hast bitte wie viel Fleisch? 790. Das war ein Penelope drin. Ja, ach du Scheiße. Gut, klar, ich meine, gönn dir. Ja, mach ich doch. Also haben wir alles. Ich würde sagen, da klar. Ich werde jetzt aber hardcore überall runterspringen, ja? Wenn es bergab geht, geht's bergab. Ursula.
Ey, na, geiles Geschoss. Medusa. Aber ich finde, als wir runtergegangen sind, hat er 400 noch was schlechtes Fleisch drin. Jetzt hat er nur noch 276. Hat ganz schön gefuttert, das Ding. Ja, bei mir auch. Ich Ich glaube, hab. ich pack Warte dem noch mal, ein bisschen. ich muss Medusa Ja, ich mache ja schon rückwärts. ausmüllen. Ausmüll? Ein bisschen, ja. Das nehmen wir auch mal, das nehmen wir auch. Das nehmen wir erst recht, das auch, was ist das? Keine Ahnung, einfach mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen, auch mitnehmen. Reicht. Kakis essen auch immerhin schon viel, oder habt ihr schlechtes Fleisch rausgenommen hier hinten? Nein. Da waren, glaube ich, über 2000 drinne. Rast nicht so viel, was stimmt nicht mit euch? Oder levelt die irgendjemand auf Leben? Dass die fressen. Tee saufen. Kacke Käfer nicht auf Leben leveln. Auf Gewicht. Soll ich dir auch was in Dingsbums packen? In deine Medusa? Medusa? Was willst du Medusa. mir denn reinpacken? Schlechtes Fleisch, damit die Futter hat. Jo, bitte. Ist ja voll krass nett von dir. Ja, ich weiß, gewöhnlich nicht dran. Schon getan, sorry. So, das sollte ja reichen. Na, Teesaufen, was ist Bögen. nun? Ja, war doch nicht mit dem Kanu. Ich würde sagen, Teesaufen bleibt Ich spiele hier. dich überall ab. Ich kann dich nicht in der Kralle nehmen und mit dir springen. Das geht nicht. Ich würd sagen, Teesaufen bleibt voll krass hier. Ups. Wenn dann wieder eine Person schwanger ist, dass die dann. Was bauen kann? Genau. Nee, ganz schnell. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Was? Ich gehe zu den Perlen. Oh, Eine und neue schön Öl Mission. sammeln. Ich hoffe, wir haben alles. Ich hoffe doch mal auch. Ein Schild lasse ich hier drinne. Die anderen beiden Schutzrüstungen packe ich rein. Mach dein Zicklein aus. Was hast du für ein Vieh auf der Schulter? Zicke. Dann? Okay. Aufteilung. Ja, teilen. Juhu! Ich habe nämlich gehört, Teesaufen steht drauf, wenn ich sie habe und durch die Gegend hüppel. Da wird immer sau schlecht. Hör auf zu boxen. Ach, Wird dir Teesaufen. sau schlecht. Ich hab da auch lieb, weißt du, wa? Komm, wir hüppeln weiter. Juhu! Genieß die Aussicht, Mann! Und gleich geht's in die Luft. Alter, guck mal, jetzt bist du im Wasser. Alter, immer noch im Wasser. Alter. Hier ist auf und cheatet. Auf zu boxen. Nein. Ich wasch mal kurz den Kanu. Ja, mach mal bitte. Ich glaube, hier ist auf dem. Werde ich auch mal kurz unter das Wasser halten. Wir waschen hier mal den Kopf. Teesaufen. Wo seid ihr Nein! denn? Komm her, Teesaufen. Kommst du her? Hab sie gerade fallen gelassen. Auf zu boxen. Mag die krabbeln hier nicht. Ihr braucht Backe, aber krabbel. lange. Ja, ich will dir dauernd überall ab. Oh, jetzt geht's. Baden! Komm, steck den Kopf. Hier. Guck mal, alles Ach, da Freunde. hinten bist du. Sag doch, dass du am Freunde. Fluss bist. Na, wir sind doch Richtung. Wo bist du denn? Hier Oh, Loot. hinten. Ach nee, ich hab's ja auch gegeben mit Loot. Hier, guck mal. So, hier Kano. verabschieden wir uns von Teesaufen, ne? Ich wollte gerade ihren Kanu werfen und sagen, Rette uns! fangen. Wenn wir brüllen, dann kommst du. Ja? Die weiß doch gar nicht, wohin. Da hinten ist übrigens ein Revenger. Wenn ich du wäre, würde ich mich auf den Kanu setzen. Gute Der ist schon Idee. angepfiffen. Ey, wen hast du denn jetzt angepfiffen? Dass ich von der Krake springe und die krabbelt dann in Richtung Teesaufen. Naja, wir sollten uns da Zicken angucken. Hast du deine Zicke angepfiffen? Hab ich? Warte mal. Weiß Warte, ich ich gar muss auch nicht. noch mal gucken. Weiß ich da, die war vor mir, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber es bringt doch eh nichts. Hängst du jetzt mit deinem Vieh? Alter. Rammelt hier ganz schön, wa? So. Nein, daneben gesprungen. Juhu, wir kommen mit Eier wieder, Teesaufen. Viele Oder Viecher. mit mehr Leichen.
Mehr Leichen. Naja, weil Kalypso. Nee, okay, ich hab's auf der Schulter. Weil was? Was ist mit mir? Du stirbst. Warum ich? Ich bin ein Arc-Profi. Ich bin doch auch nicht gestorben als die Queen und so. Und ich habe gesehen, ich habe mir die Folge angeguckt, ich habe gar nicht mitbekommen, dass mich da so ein Vieh in der Gusche hatte. War das eine Schlafmütze? Ich glaube, war eine Schlafmütze, ja. Eine Schlafmütze, Viecher in die Gusche? Ich fand es immer lustig, eine Schlafmütze zu haben und habe die dann immer in die Base gepackt und habe die schlafen lassen. Sonst die ritten oder so oder mich weiter mit dem Vieh beschäftigt. Von daher weiß ich das jetzt nicht so genau. Wow, also das Vieh hatte auf jeden Fall Spaß. Welches Vieh? Ach so, die schlafen jetzt. Ja, die hat die schlafen. Tag ein, Tag aus. Immer nur am Pennen. Fandst du gut? Mhm. Gelegentlich bin ich vorbeigerannt, hab gesehen, oh, die will gelevelt werden. Hab ihr ein Level reingedrückt und dann war ich weiter. Bin ich weiter hier. Ja. Das toll. Nenne ich für dich wirklich ein erfülltes Leben. Komm, du willst mir doch nicht erzählen, dass der Track da oben jetzt irgendwie noch weiter benutzt wird. Den wir da haben. Und das wird wohl tun. Juhu! Du hinter mir? Ja. Gut. Leuchte. Ach so, weil das viel voll war. Ah, ist schon richtig. Aber wie gesagt, Problem bleibt bestehen. Ich bin zwar in der letzten Folge hier irgendwie hochgekommen, aber ich weiß nicht, was wie der Weg war. Ich bin einfach nur panisch. Irgendwie nach oben gelaufen. Ich weiß, dass ich da unten hochgekommen bin. Die rübst schon? Ja. Die rübst schon, ja, stimmt. Oh Gott, ich glaube, ich hoffe, ich flieg nicht doch mal. Nö, dafür. Wohl. Immer eine halbe Stunde später, wa? Ja. Dann sollten wir zusehen, dass wir nicht gerade im Wasser rumwatscheln. Weil dich dann da irgendwie rausziehen. Und dennoch diese Zitterale. Babs. Und wieder dieses komische Geräusch. Irgendwas ist hinter mir. Ein Rülpser. Alter. Ihr habt mir das versaut, ey. Was? Na, diese Schlafmützen haben mir das Schwangerwerden versaut. Ach, keine Sorge, du wirst auch noch schwanger. Tat weh. Ja, natürlich, wenn du so ein Ding darin gedrückt bekommst. War nicht gerade angenehm. Und dann musst du ja natürlich wieder raus, also. Ein Hackibäume. War noch nett ausgedrückt. Nee, war das mein. Nee. Zwei unsichtbare Drachen. Die klatsche ich aufs Maul. Hier. Da hinten ist es pink, da sollten wir hin. Wo ist es pink? Geradezu, wo ich hingucke. Echt? Ich sehe nur blau. Ja, das ist gerade verschwunden. Juhu! Da hinten! Wieso kommst du darauf, dass wir da hin müssen? Weil es pink war, wo wir hin wollten? Oder wo ich geschwängert wurde? Uringelb, aber wir gehen gern dahin. Ja, an euch muss ich auch noch denken. Oh. Was? Komm, dann wird sich so eine Krabbe 180. Warte mal, die mache ich erstmal kaputt. Weil ich möchte hier abspringen. Ja! Freu dich. War ein Glück, dass ich hier lang gegangen bin. Ah ja, stimmt, unter Wasser funktioniert das ja nicht. Ja. Ah, ich wusste es. Na toll. Das ist so hoch, Klotsch. Yep. Hinter dir. Darüber, ne? Ja. Oh, was? Oh, okay. Ich bin okay, im Wasser. Okay, die kill ich auch mal, bevor die von hinten kommt. Doof ist, dass man unter Wasser nicht so einen Megasprung machen kann. Ja, blockiert hier. Ja, auf dem Fels! Oh, Zitteraal. Ja, die sehen uns zum Glück nicht. Zum Glück. Ich gehe nach rechts. Kommst du jetzt? Ja. Ey. Mein. Alter. Ja? Ruf. Und hinter dir. Dreh dich um. Bevor die dich vom Dings schnappen. Ja, so ist fein. Oh, war das gerade 100.
74k-Kaki-Wäsche. Ich hab nicht drauf geachtet. War es. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Irgendwo muss hier eine Luke, irgendwo muss hier in so ein Loch sein, wo es weitergeht und dann muss es, wie gesagt, uringelb werden und dann sind wir schon, dann haben wir die Hälfte und so, keine Ahnung. Guck mal, unsichtbar. Nochmal unsichtbar. Hast du mich gesehen? Du hast mich gesehen. Na komm. Auf die Nuss. Vielleicht da oben? Rechts oben ist hier auch so unsichtbarer. Hübelin der Ehre. Da ist nämlich so eine... Was ist das da eigentlich da oben? Das sieht aus wie so ein... Alien-Gedöns. Ha! Was denn? Ich guck nur, ich guck nur, ich guck nur. Wo sind wir jetzt eigentlich? Also die Höhle kenne ich nicht. Ja, wir sollten... Ach du meine Güte, ey. Wir waren noch an einer Stelle, wo man rausgucken konnte, da war, doch... Ah, sag schon. Was war da? Verseucht. Ja, lass uns mal hier gucken, vielleicht... Hast du die Schutzrüstung schon an? Nö. Okay, gut. Soll ich machen, oder? Naja, ich hab's ja auch nicht an. Ich zieh sie jetzt an, so. Ja, ich mach auch mit. Irgendwie das Rote da gefällt mir nicht. Gut, hab ich alles? In Dings reinpacken oder sollte ich die... Ach. Oi! Na, Level? 114. Oh Mann. Ey, lass mich. Ich glaube, wir kommen Richtung Höhle. Sehr schön. Komm, epischer Sprung. Na, ein... Noch viel, viel... Da. Da? Hi! Ululululu, jetzt muss ich aber aufpassen. Von allen Seiten hier Krabbelfiecher. Komm, wir hauen uns aufs Maul. Kommt das Vieh? Alter, der sieht ja eklig aus hier, hi, der Anglerfisch. Schön weiß. Kenne ich irgendwoher die Gegend. Wir gehen hier weiter runter, ne? Ja. Müssen wir uns wieder aussuchen, gleich was wir haben möchten. Entweder die Affen oder die Flugviecher. Hier gehen wir auch runter. Was denn? Warte, ich bin verstrahlt. Irgendwas hab ich vergessen anzuziehen? Ja. Aber was? Schuhe, Hosen, irgendwie sehen die auch ganz ähnlich aus mit der SWAT-Rüstung. Ach, Handschuhe, ich Trottel. Nein, ey. Doch. Die sind doch schon so gelb. Wie kann man die denn nicht? Naja, und so. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin verstrahlt. Tut mir leid. Ja, kotz dich aus. Na toll, in meinen Helm. Mhm. Du kannst ihn auch abmachen. Kommst ja, hinterher, ne? Dann kotze ich noch mehr. Ey, wartet doch mal, bis ich unten bin, dann können wir uns gerne auf die Nuss hauen. Jo, auf die Nuss. Auf die Nuss. Hi, dich nehme ich mit, Souvenir. Jetzt gehen wir hier voll wie Profis durch, ey. Ja, ist dir klar. Was für Profis? Und es geht dann wieder spannend weiter in der nächsten Folge, wenn ich hier schon wieder auf die Zeit ja sehe. Da ist ein Baum umgefallen. Warum ist da ein Baum? Ah, wegen Drache. Sehr schön. Wenn ein Drache hier ist, dann ist es doch schon mal die richtige Richtung. Komm, wir geben uns was auf die... Komm, wir geben uns was auf die Nuss, komm. Komm. Oh, Alter. 12? Na, das Ei möchte ich nicht haben. Obwohl, das Ei können wir gut gebrauchen für... Dings, ne? Für was? Basilisk. Low-Level-Eier können wir auch ruhig mitnehmen. Ah, ja, stimmt. Wir wollen die Schlange verfüttern. Ah, weg damit. Ich schmeiß erstmal alles raus. Ja, ich lasse nur bei mir meine Rüstung. Ach ja, genau. Meine Schutzrüstung und Futter für dieses Vieh. Alles andere kommt weg. Auch das grüne Dings? Grüne was? Von den Nameless-Viechern, was wir für die Rockdrecken brauchen. Ja, das tun wir uns dann separat, wenn wir die Eier haben.
Dann okay, gehen wir dann nur auf Jagd nach denen. Nach dem Zeug. Autsch. Ich glaube, den Fluss kennen wir die? Weiß nicht. Da alles so immer so grell. Und guck mal, da, was da unten ist. Da ist schon wieder eine Queen. Die Queen ist Echt? Bist du sicher, dass das eine Queen war? Das Kings sehen auch, glaube ich, so aus. Ich will Dracheneier nicht hier dauernd schwanger werden. Na gut, dauernd schwanger werden werde ich ja nun nicht, aber. Wo ist denn die gute hin? Weggespawnt. Kennen wir den Weg? Also ich gehe jetzt. Hallo, bin ich angedütscht? Oh, ein wenig. Komm, kannst du lutschen. Ja, mich auch. Gönn dir. Ich drehe wieder meinen Arsch hin. Ja, vielleicht ist ja die. Oh, ich muss essen. Vielleicht geht's da nach hinten. Also, durch den Wasser. Aber nee. Wie schaut's aus? Gesund. Auch? Ist auch gesund? Ja. So ziemlich. Reizend. Also wie gesagt, also mit der Queen, Reaper Queen, hatten wir ja Glück gehabt, dass die da so festgebackt ist, wa? Was? Mit der Queen, dass die so festgebackt unter, war. Unter uns. Das ist unter uns. Reaper Queen. Hörst du auf? Krieg dich gar nicht rein. Level 6. Level 6. 6. Lohmann. Lass uns einfach weiter dackeln, sonst bringt die deine Krabbe noch irgendwie in die Gefahr und das wollen wir Level auch nicht. Level 6 lasse ich mich nicht schwängern. Da hatten wir echt Glück mit Level 60, ne? Ja. Muss aber ganz kurz gucken. Hier ist auf jeden Fall weiter unten, ne? Wir können ja runter und die totklatschen. Wir müssen so oder so hier. Komm her. Ja, lass uns mal hier rein. Rein ist gut. Runter. Hallo. Oh, mal ganz kurz. Hui. Hi. Hallo. Hat uns jetzt irgendwas gesehen, weil ich habe abgesattelt. So, rechts geht's nach oben. Ich folge dir einfach. Ja, ich guck mir jetzt jeden Winkel und jede Ecke an. Wir sind ja immer nie weiter gelatscht, ne? Oder hier war der Wasserfall. Ich guck trotzdem, ist mir ja. Oh, was? Hübscher Kane. Was? Wo? Huch. Wer? Ey, die haben mich gerade runtergeschoben. Nee. Nicht wirklich hier, ne? So. Nicht wirklich hier. Weil wir rammeln nicht durch das Wasser. Wie gesagt, wir haben unten genug Klopperei. Alles klar, du springst. Hi. Au. Pfirsich, ey. Komm, wir springen mal hier hoch. Falls ich hier hochkomme, ich sag so, wir springen mal hier hoch und dann. Das ist auch verkackt, Gott sei Dank. Und nochmal. Ich bin höher, aber du. Ich bin höher, aber du. Ich bin höher als du. Hast aber auch geschafft, ne? Oh Gott. Komm auf die Nuss. Ach, nicht du. Oh. Gefühl. Oh, sorry. Glaubst du, da hinten geht's weiter? Weiß ich nicht. Meinst du, wir schaffen den Sprung hier rüber? Oder kommen wir anders lang? Nicht, dass ich glaube, wir kommen anders lang. Ja, lass uns mal irgendwie versuchen, da rüber zu kommen.
Da hinten war ein bisschen gelb, habe ich gesehen. Da, hier links von uns ist auch ein bisschen gelb. Nein, du solltest... Oh Gott, nein. Ich bevor ich losgesprungen bin, habe ich noch nach links geguckt und wollte eigentlich im Sprung dann schön nach links gucken. Entschuldigung, ihr Lieben. Muss ich mich räuspern? Wo ist hier gelb? Es leuchtet so ein bisschen gelb. Es tut nein, gut. Nicht so. Alter, hat es mich gerade von hinten angezischt? Yep. Geil. Inus, kommen wir jetzt dahin? Hier über die Metallplanke vielleicht. Okay. Was haut denn mich hier? Achso. Dummes Ding. Er sieht da wieder nach rechts. Oh. Echt du Wurm. Hä? Hier meinte ich das eigentlich nicht, aber okay. Nee, dann sag mir wo. Na, über die Metalldings wollte ich jetzt laufen. Ah, okay. Muss hier noch das Vieh loswerden. Wo ist denn das? Ah, da. Gut. Ja, ja. Mäh. Aber ich würde sagen, wir machen so langsam ein bisschen Cut, ne? Ja. Würde ich auch sagen. Und wir schauen dann wie immer in der nächsten Folge weiter. Yep. Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.